In diesem Video zeige ich dir eine modifizierte Version des Counter-Stretch, und zwar auf Ellbogen. Alles, was du brauchst, ist ein Counter, das heißt eine Theke oder ein Tisch, wo du eine Kiste draufstellen kannst, so ein Regal, wie ich es hier habe. So etwa, ne, die Höhe, was ist das, Bauchnabelhöhe ungefähr, das sollte auf jeden Fall passen. Etwas höher ist auf jeden Fall auch in Ordnung, aber das wirst du dann auch spüren, rausfinden, da kannst du auf jeden Fall variieren ein bisschen. So, stellst dich direkt vor das Regal, verschränkst deine Ellbogen übereinander, legst deine Unterarme und Ellbogen auf dem Regal ab oder was auch immer du nutzt und beginnst jetzt zeitgleich dein Becken nach vorne zu rollen. Es geht wirklich um das Becken, es geht nicht darum, irgendwie den Brustkorb durchhängen zu lassen, sondern wirklich aktiv das Becken nach vorne zu rollen und gleichzeitig wanderst du mit den Füßen nach hinten. Der Oberkörper darf dabei ruhig ein bisschen länger werden. Und du endest dort, wo du sagst, okay, jetzt ist mein Becken aktiv nach vorne gerollt und meine Füße stehen direkt unterhalb meiner Hüfte. Das heißt nicht irgendwie hier oder so, sondern wirklich gerade unter deinem Becken. Und dein Becken ist wirklich aktiv nach vorne gerollt. Spannst deine Oberschenkel fest an und lässt deinen Oberkörper durch deine Arme einfach durchhängen. Lass die Oberschenkel durchgehend angespannt, lass das Becken aktiv nach vorne gerollt und den Oberkörper einfach durchhängen. Solltest du schriftliche Instruktionen von mir als Klient oder Klientin haben, halt dich bitte daran, wie viele Minuten da drin stehen, dass du diese Übung halten sollst. Und wenn du keine schriftlichen Instruktionen von mir hast, empfehle ich dir 1 oder 2 Minuten, abgesehen davon, wie es sich für dich anfühlt. Bei Fragen immer in die Kommentare oder mir persönlich schreiben.